Bilde ich mir das ein oder waren die Viecher beim ersten Mal, als wir ihnen begegnet sind, deutlich leichter? Oder hatten zumindest weniger Leben? Das ist ja krank. Oh. Okay. Ich brauche jetzt so langsam mal ein... Ja, die Ratten sind natürlich echt ein Riesenproblem, das stimmt schon. Ein Motivationsboss. Tatsächlich. Ich brauche mal so langsam einen Motivationsboss. So ein Boss, den ich mal wieder schön legen kann. Das würde mich fröhlich machen. Ich mach das jetzt mal mit gewohnter Spannung. Ach, Gift schon wieder. Ich habe gleich keine Moosklumpen mehr. So langsam müssen wir mal da durch irgendwie. So langsam müssen wir hier durch. Ich meine, der Weg ist ja nicht weit. Klar, soweit. Kann das seinerseits aber kurzfristig doch keine Ratten kamen? Macht halt einfach 622 Schaden, wenn er zutritt. Das ist so stressig. Siehst du, mit meinem geliebten Uchigatana mache ich nämlich die Ratten auch deutlich leichter weg. Oh mein Gott. Der hat 100 pro mehr Leben als sonst. Ei. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich hänge irgendwie fest. Verfluchten Ratten. Oh Mann. Ey, es ist ja nicht mehr schön. Oh. Ich hatte jetzt kurz die Theorie, der resettet sich, aber... Kannst du nicht mal die scheiß Ratten wegmachen? So krank. Ja, es werden auch einfach nicht weniger. Es werden immer mehr gefühlt. Sorry, aber irgendwann muss ihr Rattennest auch einfach mal kaputt sein. Und jetzt ist er kaputt. Es reicht. Die waren bisher nie ein Problem für mich, diese komischen Typen. Reicht's langsam, heute viel zu viele Tode gefarmt, ey. Und das waren alles keine Boss-Tode. Das ist lächerlich. Weißt du, du weißt Bescheid, wenn du bei Bossen weniger gestorben bist, als
im normalen Spiel. Dann weißt du, wo du stehst. Nee. Wehe. Endlich. Wird auch Zeit. Oh mein Gott, dieser Nidbrock, ich kann mein Uchi-Katana später. Ich kann mein Uchi-Katana verbessern. Oh, dann werden sie meine Doppelschwerter aber sehr schwer haben, solange ich die nicht verbessert habe, dass ich die nutze. Und jetzt möchtet ihr mich glücklich machen mit einer Leiter? Falle? Ja, natürlich. Ich sage, es sind so dermaßen viele von diesen Biestern. Es ist abartig. Es war ein Schlag zu viel. Was so hart ist, diese Viecher werden stärker, weil dieser Move hat mich eigentlich nie umgebracht. Na, und wieder so eine Geschichte. So ein riesen, ultra kranker Boss, Mittel, irgendwas. Gibt halt auch einfach keine Seelen. Das ist so abartig, ne? Wenn es wenigstens sich mal lohnen würde, so einen kranken Kampf zu. Nö. Nö. Okay. Das Schöne ist, der ist jetzt tot. Das ist das Schöne, der bleibt tot. Das heißt, wir haben gleich ein ganz großes Problem weniger. So, nämlich einfach gar keins mehr. Die Mimik ist aber auch schon wieder so abartig. Wie gesagt, und warum geben diese Mobs dann 800, ne? Das ist... Es wird mir unerklärlich bleiben. Läuterungsstein. Drop mal lieber diese komischen Giftteil-Dinger. So, jetzt kann ich es mir aussuchen. Bei der Mimik konnte ich dann noch eine Leiter hoch und dann gab es noch einen zweiten Weg. So, das ist auch mein letzter. Das heißt, ich muss dieses Gebiet jetzt hier schaffen. Ansonsten ist es schon echt für den Arsch. Ich muss es zum nächsten Leuchtfeuer jetzt einfach schaffen. Die respawn natürlich, das ist klar. Aber halt der Dicke nicht. So. Die folgen mir natürlich. Weil die richtige Assis sind. So. Ich darf jetzt hier nicht zu viel schlagen. Einfach treten will. So, Drachentöter Blitzpfeil, 10 Stück, siehst du, die sind nämlich auch eigentlich gar nicht so schwer. So. Jetzt gibt's da noch einen Weg nach oben. Hier geht es sehr weit nach oben. Meine Hoffnung ist, dass es mir noch zu einer Abkürzung führt, die mir noch fehlt.
Denn mir fehlt in meinem Repertoire noch eine Abkürzung. Oh ey, wo komme ich da hin? Will ich da hin? Ich weiß, wo das ist. Ich weiß, wo das ist. Will ich da jetzt wirklich hin? Ja! Wir haben doch einen Schlüssel bekommen. Ist der nicht genau für diese Tür? Nein? Echt nicht? Ich hätte schwören können. Weil ich mich nämlich noch an den Loot erinnern kann, der da rumliegt. Aber ich dachte, das wäre Loot, da komme ich nur mit ganz speziellen Mitteln ran. Tja, so kann man sich täuschen. Was macht dann diese Tür hier? Wie hätte ich denn dann an den Loot kommen sollen? Komme ich jetzt überhaupt nochmal nach unten? Ohne Probleme? Oh, rein, Banane, gute Nacht. Komme ich jetzt überhaupt nochmal nach unten oder muss ich den ganzen Weg wieder zurück? Oh, jetzt kann ich dich endlich mal in Ruhe machen. Yes, noch ein Titanitbrocken. Nice. Toll, jetzt habe ich aber keinen Versuch mehr, wa? Oh, sterbe ich jetzt, wenn ich da runterspringe? Die Antwort ist ja. Es gab auch noch eine Tür am Anfang des Kerkers, stimmt. Aber das war für mich halt so diese... Wie soll ich sagen? Abkürzung einfach nur. Ich glaube nicht, dass wir die mit dem Schlüssel aufmachen. Okay. So, das Schöne ist, wir müssen jetzt, wie ich es ja bereits gesagt habe, mit der Vergiftung erstmal leben. Denn wir haben nichts zum Heilen. Okay, also ich würde jetzt ganz gerne... Ja, ich muss das Gift irgendwie... so runterheilen. Es hilft alles nichts. Wir hatten noch einen Weg da unten. Also wir konnten einmal die Leiter hoch, um wahrscheinlich nur um an den Loot zu kommen.
sehe nämlich schon, dass ich diverse Sachen verkacken werde. Aber einmal machen wir noch. Weil dann ist natürlich die Frage schon da, was ist das für ein Loot? Da muss ich ja scheinbar so einen komischen Sprung machen. Okay, irgendwer ist da gerade gestorben. Ich weiß nicht warum, aber ist okay. Boah, das Gift ist einfach so lange und so nervig. So, wir kamen jetzt hier hin. Und ich muss jetzt hier springen, ja? Okay, immerhin habe ich das drauf. Blitzbolzen, wow. Das ist allen Ernstes für Blitzbolzen gemacht? Ich habe diesen Act für Blitzbolzen gemacht? Nicht euer Ernst. Okay. Sag mal bitte, ich kann hier irgendwie abkürzen, um darunter zu kommen. Überlebe ich den Sprung? Der ist weniger hoch, weißt du? Ich sterbe wahrscheinlich trotzdem, oder? Aber ich glaube, es ist wurscht. Oh, ich lebe, ich lebe, ich lebe! So, damit gehen wir zu dem einzigen Weg, den wir jetzt noch nicht kennen. Und da ist ein Aufzug und das wird eine Abkürzung sein. Ich wette, jetzt kommen wir da raus, wo wir gerade darüber geredet haben, beim Kerker, wo noch eine Tür war. Und das wird die Abkürzung sein. Ja, das ist sie. Alles klar. So, dann kann ich jetzt wieder rüber wechseln. Alles klar. So, das ist die Tür doch, oder? Ja. Das ist exakt die Tür, die ich gerade meinte. So, jetzt ist nur die Frage. Was bringt... Wir hätten uns so viel Mühe sparen können, indem wir einfach gleich da lang gegangen wären. Was für eine Mühe wir uns hätten sparen können, hätten wir einfach gesagt, scheiß drauf, lass uns da unten lang gehen. Dann hätten wir diese Tür aufgemacht, hätten wir einen Aufzug gefunden, hätten das Leuchtfeuer benutzt und dann hätten wir keinen Stress gehabt. Aber nein, wir müssen uns ja extra hart machen. So. Aber sehe ich das richtig, dass beim Katana dann soweit nichts mehr ist? Beim Katana sei schon, beim Kerker? Ich war beim Kerker, ich habe den kompletten Kerker abgesucht. Wir waren in der gottlosen Hauptstadt, da war ansonsten nichts. Warum haben wir das dann gemacht? Wir sind ja eigentlich nur im Kreis geirrt. Den einzigen Weg, den wir jetzt noch haben... ...ist eigentlich nur noch die Burg. Wir haben alle Bosse down. Von denen, die wir haben legen können. Bei den Ruinen haben wir den See komplett abgeschlossen. Es bleibt eigentlich nur noch die Burg. Wir geben jetzt die Kohle ab, leveln unsere Katana auf. Gucken, ob wir die Tänzerschwerter leveln können. Und leveln nochmal so ein Level. Eieieiei. Dann schauen wir mal. Habe ich hier... Geht das? Ja, da müsste ein Level auf jeden Fall gehen, ne? So, dann geben wir die Kohle ab. Lords, where did you happen upon this coal? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet, a smith I remain. I won't turn down a request. But forget not,
Your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? Sehr schön. So, unser Doppelschwert. Was ist denn? Also unsere Katana können wir tatsächlich verstärken. Die Uchi-Katana auf 7. Das ist unfassbar krass. Und unser Grabwächter-Doppelschwert. Nein. Sorry. Das Doppelmagieschwert des Tänzers können wir erst leveln, wenn wir 8 Titanitschuppen haben. 8! Oh my goodness. Gut. Ansonsten mal nichts mehr offen, oder? Gelevelt, verstärkt, Kohle abgegeben. Kann es sein, dass unsere Ausdauerleiste länger, größer geworden ist? Oder kommt mir das gerade nur so vor? So. Es ist der stärkste Schmied der Welt. Der kriegt natürlich keinen Muskelkater. Ist es jetzt echt soweit? Stürmen wir die Burg? Ich sehe keinen anderen Weg mehr. Es enttäuscht mich, dass im Kerker kein Boss gewartet hat. Aber der, zugegebenermaßen, der Kerker war lang und hart, ne? Also wirklich, er war wirklich anstrengend und schwer. Ich habe nirgends so viele Tote gelassen wie im Kerker. Ansonsten, hier einer, hier zwei, ja. Wir stürmen die Burg. Wir stürmen die Burg! Es wird Zeit. Es wird Zeit. Das Spiel geht ziemlich lange, ja. Wir haben jetzt auf der Uhr 26 Stunden und wir haben 10 Bosse gelegt. Soweit ich gehört habe, gibt es 19 Stück. Also haben wir ungefähr die Hälfte. Das geht schon lang, ja. Mit 50 bis 60 Stunden sollte man pro Dark Souls Teil rechnen. Das wusste ich aber Gott sei Dank sofort. Also mir wäre es recht, wenn wir bis Dienstag durch sind. Oh, keine Falle. Wahnsinn. Ich werd verrückt, keine Falle. So, komplett neuer Abschnitt. Das kann was. Oh, das wird was. Oh, das wird was werden. Oh, ich wollte gerade sagen. Wir gucken uns das jetzt mal an, wie wir so unterwegs sind. Ich liebe diese Schwerter, ne? Sie sind ultra geil. Göttlich, noch ein Titanitbrocken. Scheiße, wie viel braucht ihr zum Aufwerten? Ich habe gerade nicht geguckt. Ja, aber klar, wir sollten dann noch ein bisschen, ne? So, wo sind wir? Und du so? Tschüss. Kannst nicht meckern, ne? Diese schnellen Angriffe machen durchaus die Gegner auch ein bisschen fertig. Endlich finden wir mal Titanitbrocken, Mann!
Es wird aber auch Zeit. Ach ja, wir brennen. Wir können das Flakon, das Flask nicht nehmen. Ja. Vorsicht, Hinterhalt. Ja, das klingt schon so. Das sehe ich ja da oben schon. Nervig, dass da keine Anzeige gibt. Aber die Situation nutze ich einfach ein bisschen. So. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal den Hinterhalt. Man könnte sagen, wir haben den Hinterhalt ausgetrickst. Wo ist er denn? Ich will, dass er hierher kommt. Alter, das ist mal ein Brocken, ey. Kommst du jetzt her, damit ich dich attackieren kann? Offensichtlich nicht. Schaden? Ja, ja. Sollte es im Klaren sein, dass dieses Spiel langsam ein Level erreicht? Ach so, der wirft die! Und hat dann natürlich wieder zwei frische Paar. Und ihr wundert euch, warum ich Flaskverstärkungen will, ey. Ganz ehrlich, so schnell kannst du gar nicht angreifen. Dass das hier wirklich... Komm, wir haben ihn gleich. Ich bete, dass das ein Spezialgegner war, ey. Eieieiei. Funkeltitanit, ja, wegen mir. Puh. Oh, warum hat er so viel Leben? Oh, wie nervig es ist, dass sie mich immer verbrennen. Oder weiß Gott, was das für ein Spuk ist, ey. Ein Mob, 9 Flasks. Aber er ist tot! Er ist tot! Also ich habe gerade mal auf YouTube geguckt, da hat jemand ein 70k Seelen pro Stunde Video hochgeladen. Gut, ich würde sagen, ich habe den dezent getoppt. Süß. Wenn einer 700k Seelen in der Stunde findet, dann reden wir weiter. Dass ich mich nicht heilen kann bei denen, finde ich sehr ärgerlich. Dass ich sie allerdings alle gleichzeitig töte, finde ich sehr geil. Siehste, wie ich es noch sage, die Burg ist Endgame-Bereich.
Von wegen, das klingt nicht nach Finale. Sag ich doch. Die fucking Burg. Und ich fick die hier trotzdem. Ich wusste es einfach. Als würde das nicht schon im Namen stehen. Burg Lothric ist fucking Endgame. Wusste ich's. Scheißegal, ich mach jetzt weiter. Bis ich tot bin. Und du so? Du bleibst tot. Bleib. Jawoll, ja! Haben wir es doch schon zum nächsten geschafft? Was wollt ihr denn? Es sieht doch ganz gut aus. Aha, aha, aha. Mir gefällt's. Junge, Junge, Junge. Der sticht dich ab. Der meint's ernst. Das ist scheiße, gegen solche Gegner mit Schild, wenn du deine super Combo-Attacken einfach nicht durchziehen kannst. Super ätzend. So heftig, wie viele Tränke du für einen Mob brauchst. Ach, der ist ja noch gar nicht tot. Oh Mann. Ich dachte, Eiskalt, der wäre schon tot. Dann halt jetzt. Puh. Und nochmal eine große Titel in die Scherbe. Ja, hier wäre so eine... Ich meine, wir haben Flakon plus 5. Da wäre so ein besseres Flakon schon nicht schlecht. Aber das habe ich jetzt schon auch schon oft genug gesagt, ey. Tschüss, sorry. Links und dann Absprung. Oh, hello again. Oh, ein Drache. Ist es schon wieder soweit? Aha. Shit. Ich verstehe. Okay, okay. Klar, Mike, immer noch. So, und Selfie mit dem Drachen confirmed. Hi. Und cheers, Foto. Wow! Vielleicht hören wir einfach auf. Selfies mit Drachen zu machen. Oh, ich lebe! Ich lebe! Ich weiß nicht wie, aber ich lebe. Noch ein Brocken. Nice. So. Ich habe keine Ahnung, wie wir das überlebt haben, aber wir haben es überlebt. Oh. Oh nein, ich kann keine Flasks nutzen. Was zum... Oh Gott, diese Viecher sind zurück. Komm, komm, ich brauche Heilung, ich brauche Heilung, ich brauche Heilung.
Alter, kann ich für... Oh Gott. Jetzt kommt... Der Typ soll mal herkommen jetzt hier. Das Schlimmste ist ja... Nein! Zwei von denen! Okay. Okay. Die Pepperonis haben angerufen, die würden gerne ein bisschen rippen. Alter! Durchrennen! Los! Renn! Ich hab das Item! Ich bin tot! Alles klar. Ja, Tutorial ist vorbei. Dark Souls geht los. Ich habe so langsam das Gefühl, wir sind angekommen. In dem Spiel. Fuck. Oh Gott. Oh, hi. Alter, da läuft's ja eiskalten Rücken runter. Du rennst irgendwo hin. Boom, tot. Tschüss. Geh nach Hause. Geschlafen. Fick dich. Ach so. Gut. Das war der 151. Tod, by the way. Easy Snack. Easy Snack. Ich kann die doch töten, bevor die sich verwandeln, oder nicht? Yes! Wusste ich's doch. Okay. Jetzt wartet mal. Noch ist nicht vorbei. Noch ist nicht vorbei. Alter, sorry, du kriegst ja Panikattacken, ey. Nein! Fuck. Oh, fuck. Okay. Wenn du die nicht killst, bevor die sich verwandeln, hast du ein Problem. Ein fucking Problem.
Na, solange du es aufhalten kannst, ist es kein Thema. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Und gucken uns hier mal um. Ein Schatz? Okay. Bleib da. Nein, erst ein Schatz. Also, wir sammeln die Tode gerade. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Aber ich hab's euch ja gleich gesagt, wir gehören hier noch nicht hin. Nice, noch ein Brocken. Ich bin noch nicht fertig. Es gibt mir wenigstens... Ich bin noch nicht fertig. Ich weiß nicht, von wo die da unten runtergesprungen kommen. Aber... Als ob! Als ob! Ey, mit zweimal gehittet gefühlt. Komm, das kannst du doch jemand anderem erzählen. Als ob ich das nicht hinkriege. Ja, natürlich macht das Uchigatana mehr Sinn, aber wir machen jetzt halt hier spaßeshalber einfach mal so ein bisschen. Ich werde gleich sowieso wechseln müssen, weil das Uchigatana können wir schon auf plus 8 werten. Und da kommt dann einfach nichts drum rum, ne? War hier nicht noch so ein Riesentyp? Oh. Oh, nee. Oh, nee. Oh, ihn schaffe ich sowieso nicht. Also doch, ich schaffe ihn schon, aber wir haben ja gerade schon gesehen, wie unnötig schwer das war. Du merkst halt dann doch, mit Uchigatana machst du so viel mehr Schaden. Ja, und Shattered Glass. Richtig. Heilige Mutter Gottes. Ah, egal, wir machen weiter, wir machen weiter. Noch geht sich's aus. Komm schon. Oh, diese komischen Zauber. Flieg runter, flieg runter. Oh, Präzisionsarmbrust, sehr schön.
Sterben sollen sie auf jeden Fall. Hier ist ansonsten nichts. Ich bin diesen Weg eigentlich nur für den einen Loot gegangen. Ansonsten ist hier gar nichts. Alles klar. Ich verstehe. Okay. So, soweit, so gut. Dann will ich trotzdem noch einmal links gehen. Und dann werden wir wohl woanders hingehen, weil ich glaube nicht, dass ich hier langfristig eine Chance haben werde. So, schnell weg, bevor sich der Typ verwandelt. Wie gesagt, ne? Wo kommt er denn her? Vielleicht gehen wir woanders hin. Wo muss ich hin? Bei der alten Dame war noch ein Weg? Das ist ja krank. Sorry, ey. Das ist ja krank. Da gucken wir uns doch lieber noch woanders um. Heilige Mutter. So. Wir gehen erstmal nochmal zum Schrein und verbessern nochmal die Uchigatano. Ja, schreibt euch irgendwelche komischen Fachbegriffe, die mir nichts sagen. Danke dafür. Zu dem Boss, von dem ich die Doppelwaffe habe. Dir ist schon klar, dass ich mehrere Doppelwaffen bekommen habe, oder? So schwammige Beschreibungen bringen mir gar nichts. Wäre es einfach, mir den Boss zu sagen, anstatt dem Boss, wo ich irgendein Loot bekommen habe. Wäre meine Idee. So. Keine Seelen ist mir klar, aber ich kann es verstärken. Wir haben 8 haben wir schon, Alter. Sick. Das sollte reichen. So, Uchigatana plus 8, Ladies and Gentlemen. Noch 2 Brocken, dann hätten wir die auf plus 9. Es ist klar, dass nichts an diese Waffe rankommt. Was willst du machen, ne? Selbstverständlich gibt es am Sonntag wieder ATS. So. Wie ich es ja bereits sagte, die Tänzerin. Wenn es da wirklich noch einen Weg gibt, von mir aus. Schauen wir uns um. Ich finde es eh zu krass, dass so ein theoretisch früher Boss dich in eine so krasse Ebene führt. Man könnte mal gucken, ob man da hochgehen kann. Kann man da hochgehen? Nee, ne? Okay. Wir dürften hier eh uns noch nicht umgeguckt haben. Wann auch? Vielleicht hier. Oh, ne. Okay, also die Dinger kann man schon mal auf jeden Fall nicht hoch. Aber als wir oben waren, haben wir beide Wege abgecheckt, links und rechts, ne? Wieso sollen wir unser Feuer wegmachen? Was machen wir stattdessen drauf? Ich meine, wir haben eine Menge Zeug. Giftwaffe, Blutwaffe, Feuerwaffe, chaotische Waffe, Blitzwaffe, abtrünnige Waffe, dunkle Waffe... Simple Waffe, kurde Waffe, gealtete Waffe, scharfe Waffe, schwere Waffe, seelengewandelte Waffe, von Stärke erfüllte Waffe. Nee, das funktioniert nicht. Was soll ich denn dann machen? Was heißt ja kein Wunderhaut, kennt der Mensch? Alter, das ist die beste Waffe und wir zerstören eigentlich alles damit. Was ist denn das jetzt für eine Aussage? Müssen wir uns halt ändern. Wenn Feuer nichts mehr taugt, dann ändern wir das halt.
Ja, Sullivan weiß ich, was für ein Boss das war. Das weiß ich. Wo der Sullivan war, weiß ich. Denn der hat mir Ärger gemacht. Der Sullivan war der erste Boss, der mir richtig Ärger gemacht hat. So, also durchwirken. Uchigatana. Zeig mal den Spezialangriff der Tänzerwaffe. Nein, weil ich nicht weiß wie. So, danke Yannick. So, also was machen wir hier? Wie mache ich überhaupt was weg? Zum Beispiel. Ich habe ja davon null Ahnung. Also ich kann es scharf machen, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich das jetzt drauf mache, geht Feuer automatisch weg und ich habe scharf danach, ist das richtig? Ach, hier mache ich die hier erstmal normal. Hier mache ich Feuer weg erstmal, oder? Ist das richtig? Oder einfach scharfen Edelstein jetzt nutzen, ja? Einfach scharfen Edelstein nutzen. Okay. Wenn ihr das sagt, dann machen wir aus dem feurigen Uchigatana ein scharfes Uchigatana. Alles klar. So, dann haben wir jetzt ein scharfes Uchigatana. Dann versetzen wir unsere Gegner nicht mehr in Brand. Aber rasten hoffentlich so nochmal ein bisschen aus. Okay, cool. Alles klar. So, dann gehen wir jetzt zum Sullivan. Denn das war ein Arsch. Der war nämlich hier. Da gab es noch einen Weg. Mal gucken. Schauen wir mal. Was hatten wir gemacht, nachdem wir ihn... Oh, hier ist noch eine Tür. Und da ist noch eine Tür. Kann ich die öffnen? Was hatten wir denn gemacht, nachdem wir ihn getötet hatten? Ach, wir sind schnurstracks zu den anderen Bossen gelaufen. Stimmt, wir haben ja, so weit haben wir ja gar nicht gedacht. Oh mein Gott, ich erinnere mich, wir haben, nachdem wir ihn getötet haben, waren wir so im Blutrausch, dass wir die Tänzerin und den Dämonen getötet haben, dass wir gar nicht mehr daran gedacht haben, dass es hier natürlich auch weitergehen könnte. Natürlich. Wow, das war vor 4 Stunden. Natürlich. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Echse. Hier sind 2 Echsen. Nein! So schnell konnte ich die ja gar nicht kriegen, ey. Okay, okay. Ja, dann weiß ich wieder, wo wir sind. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich schwer. Okay, pass auf. Das ist er offensichtlich nicht. Ach, warte mal. Das verbraucht Mana. Das nicht. Das verbraucht Mana. Das ist der einzige, der Mana verbraucht. By the way. So. Oh, scheiße, wo ist denn jetzt unser Geschäft? Ist da.
So, also mit unserem geschärften Katana haben wir jetzt eine bessere Geschickskalierung. Weshalb wir jetzt noch mehr Schaden machen denn je zuvor. So. Und nun kommen wir wahrscheinlich irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Oje. Die sind hoffentlich alle schon tot. Wir gehen aber jetzt nicht in diese Riesenburg da, oder? Nein. Die atmen noch. Was soll ich sagen, ne? Ich schlafe so auch privat. Ne? Also irgendwas macht hier Geräusche. Also nicht nur ihr Schnarchen. Ach ne, nicht die schon wieder, ey. Nicht die schon wieder. Ich hasse diese Unsichtbaren, die sind so nervig. Ja, Hamala, Hamala, hallo, hallo, richtig. So. Oh. Au. Au. Oh Gott, schon wieder viel zu viele Abzweigungen. So, gut, das dachte ich mir fast, dass da einfach nur Loot ist. Oh, ist ja gut jetzt. Ich weiß, ihr seid cool. Ihr habt Feuerzauber, ist ja gut jetzt. Okay. Es reicht. Wo geht's? Ah! Ach, wir sind hier oben jetzt. Ah, ah. Kann ich das aktivieren? War da auch ein Hebel? Habe ich einen Hebel gesehen? Oh, da war ein Hebel. Ich hoffe, der bleibt jetzt quasi aktiviert oder so. Also, jede Waffe ohne Elementarschaden hat Skalierungen. Dein Uchi-Katana skaliert auf Stärke E und Geschick B. Das heißt, umso mehr Geschicklichkeit du hast, desto mehr physischen Damage Boost. Darunter sind Elementarschaden. Alles klar. Verstanden. Gut, dass wir das jetzt nach 27 Stunden in-game auch mal geklärt haben. Das heißt, ich habe es eigentlich theoretisch mir die ganze Zeit schwerer gemacht, als es sein müsste. Läuft bei mir. Läuft bei mir so sehr, dass wir jetzt erstmal diese Mimik machen. Oh Mann, ihr macht Sachen mit mir. Vorsicht vor Falle. Ach was. Natürlich habe ich nie gefragt. Das war mir auch offensichtlich egal bisher. Ich habe es ja bisher alles geschafft, oder? Ist ja nicht so, dass ich bisher nicht weiterkomme in dem Spiel. Ich denke mal für das, dass ich null Ahnung von Dark Souls habe, ja? Und dass ich es mir immer schwerer gemacht habe bisher. Egal, ob das Waffen oder sonst irgendwas ist. Dafür spiele ich das immer noch verdammt gut, finde ich. Wenn ich nur denke, alleine bei dem Dämonenboss. Scheiß auf dieses gammelige Eisschwert, was wir da hatten. Ich hätte sie einfach mit diesem scharfen Ding, hätte ich sie zerrissen in der Luft. Ja, nachher ist man immer schlauer, aber es läuft. Ich bin immer noch mehr als zufrieden. Ja. Jeder Boss, den ich gesehen habe, lag. Ich hab Spaß. Wir machen hier eine gute Show. Ich hab mich verlaufen. Wo? Ach, da geht's raus. So. Dann kill ich die da hinten mal. Die gingen mir gerade auf den Sack. Wie unnötig cool sie sich finden. Okay, der Dicke, der ist... Oh. Ja, der Dicke kann ein bisschen mehr.
Gut, never mind. Ja, der Dicke ist noch nicht tot, ich weiß. Aber hat jetzt auch keine große Rolle mehr gespielt, ne? Eben, wir spielen Dark Souls Hardcore. Und warum? Weil wir es können. Ich finde diese Gegner im Übrigen her vom Level, vom Design her übelst cool, ne? Lol, wie viel Schaden wir machen. Im Vergleich zu gerade eben quasi noch. Sie sehen cool aus, aber sie gehen mir auch tierisch auf den Sack. Okay, ja, cool. Du zauberst. Herzlichen Glückwunsch. Sterben tust du trotzdem. So, Ruhe jetzt. Wir spielen Dark Souls im Wolf. Au! Im Wolf-Mode. Gut. Den kann ich dann eher weniger töten. Oh oh. Oh oh. Wer seid ihr? Und warum habt ihr lila Waffen? Seid ihr von Twitch? Oh Gott. Ich habe befürchtet, dass das passiert. Ich weiß nicht, was das für Geist sind, aber sie sind kurz davor zu verrecken. Ohne Witz! Das ist der Twitch-Staff! Der hat ja auch... Das ist ja... Was? Drang Doppelspeer. Okay. Wegen mir. Solange ich da einfach wieder hoch kann, ist mir das eigentlich total egal. So, je höher deine Waffe ist, umso besser skaliert es in der Regel auch. Zum Beispiel aus C wird B, aus B wird... Ja, das ist ja klar. Falls du Blitzpapier oder ähnliches nutzen möchtest, kannst du ohne Bedenken machen, da deine Skalierung dennoch bleibt. Blitzpapier, glaube ich, haben wir sogar. Kann das sein? Ist das hier nicht irgendwo zum Verbrauchen mal gewesen? Oder war das hier? Nee, oder war es hier? Ich weiß nicht. Irgendwo hatten wir mal Blitzpapier. Ah, da! Nee, das war es nicht. Irgendwo, schwöre ich bei Gott, hatten wir mal Blitzpapier. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Irgendwo war das. Vielleicht war es doch hier. Keine Ahnung. Blitz, 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 Blitz. Irgendwas hatten wir mal. Ist ja auch egal jetzt. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen das Gefühl gar nicht. Sie hätte das wahrscheinlich auch... Ohne diese komische Verschärfung hätte das wahrscheinlich auch durchgespielt. Könnt ihr doch glauben. Ja, Illusion voraus. Deine Mutter ist eine Illusion, ey. Scheint vertraut. Ah ja, ich kann es mir schon fast denken. Wenn ihr mir schon irgendwas von der Dark Souls 1 Anspielung erzählt, dann kann es mir... Dann könnt ihr es erklären, warum das vertraut ausschaut. Titanit Schuppe. Schuppe, 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 Schuppe. Waren wir hier unten gerade? Hier waren wir gerade, ne? Dann würde ich sagen, probieren wir es mal hier. Aha. War keine Verarschung, ich hab's mir schon gedacht. Ach du Scheiße, geht's da weit runter? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh je, Mini, muss das sein? Okay. Okay, und menschlicher Abschau. Oh Gott, aber natürlich zwei von denen. Oh doch, ne, oh mein Gott. Gut. Die haben da mal ganz kurz mich umgehauen.
So, so, das ist also mit die schwierigste Stelle im ganzen Game. Yay. Das ist schön. Kann ich jetzt den Aufzug nehmen? Das ist nett. Ich glaube, ich werde noch einen Versuch wagen. Dass sie zu zweit auf dich zukommen, ist halt echt harter Tobak. Also richtig harter Moment. Richtig harter Tobak. Oh, jetzt muss ich die alle wieder töten. Oh. Oi. Ein Try. Ich würde mir das ganz gerne nochmal angucken mit denen. Und dann ziehe ich weiter. Wow. So. Kann sein, dass ich noch keine Chance habe, aber ist mir egal. Einmal will ich gucken. Okay, da ist noch einer. Nee. Du kannst sie nicht single pullen. Oder doch? Okay, alles klar, die rasten. Wär's solo, würde ich die easy legen können. Aber sobald die zu zweit da sind, nein, keine Chance mehr. Keine Chance mehr. Wir machen auch jetzt nicht mehr so lange. Wir machen nicht mehr weit. Ich guck jetzt mal noch. Ich glaube, also bis zum nächsten Leuchtfeuer, sag ich mal, spielen wir noch. Und dann werden wir es für heute aber auch sein lassen, denke ich mal. Das passt mir auch so ganz gut. Ja. Dann war das ja, dann sind das ja auch heute schon wieder 12 Stunden Stream, das muss reichen. Halt! Schon wieder falsch. Da legen sie mich immer wieder rein, quasi. So, ja, ihr schon wieder, ihr seid alle ganz toll. Euren krassen Zaubern. Wahnsinn, ey. Ihr seid so krass, mir zieht fast den Schuh aus. Was ist los, Dicky? Ah, es lohnt sich nicht, die down zu machen. So, also wir ziehen ganz normal hier weiter. Ignorieren jetzt das da erstmal. Merkt euch das mal, falls wir irgendwann da mal nochmal hingehen wollen.
Oh, hier gibt's wahrscheinlich auch wieder verschiedene Wege, oder? Ich hab doch keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal irgendwo lang. So, diese Geheimnisse hier um die Ecke kenne ich ja eigentlich schon. So, da kommt diese, das ist dieser Riesenbogenschütze. Das habe ich schon gesehen. Oh, oh. Alter. Den Loot da unten habe ich im Übrigen schon gesehen. Alter! Ach so! Die werden nochmal ganz schnell zum Nahkämpfer, wa? Ist klar. Hui. Okay. Immerhin machen wir echt gut Schaden. Okay. Oh je. Na komm. Na komm. So. Hier ist nix. Was? Hier ist einfach gar nichts. Okay, alles klar. Ah, hier könnte ich... Oh, noch mehr. Oh je. Ach so, okay. Oh, die Stellen werden langsam echt happig. Muss ich sagen. Okay. Vor allem, weil ich so überhaupt kein... So, mir fehlt gerade total der rote Faden. Und die Wege werden immer länger. Okay. Sagen wir, bis Tod 160 spielen wir noch. 160 oder nächstes Leuchtfeuer? Oder sagen wir einfach 160. So. Dieses Feuer verfolgt einen, ne? Deswegen treffen die manchmal so gut. Oh ne, sorry, aber hier rennen wir nur noch vorbei. Ach, wieder hier, ja. Wie gesagt, man scheint das schon zu kennen hier. Klar. So. Ich hab da irgendwie was stecken. Lauf! Wie gesagt, mir fehlt nur noch so ein bisschen die Orientierung, wo ich
wo ich als nächstes hin kann, oder? Alter, ist ja gut jetzt. Ich hab's verstanden. Nein. Ist das ein Aufzug? Nein, das ist kein Aufzug. Okay. Versucht Hebel. Was für ein Hebel? Ah. Oh, wow, 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 wow. Hui. Dankeschön. So, hier wäre doch jetzt ein Leuchtfeuer saugut, oder? Ah, hier so ein Leuchtfeuer wäre super. Okay, und Drehwurm. Warum habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache? Jetzt geht's wieder nach oben, nehme ich mal an. Dann muss ja alleine da schon ein Leuchtfeuer sein. Anders macht es doch gar keinen Sinn. Wenn man das doch nicht jedes Mal wieder machen muss. Oder? Warte. Diese Tür. Ah, es ist das Leuchtfeuer und es ist ein Orlando Hype. Ihr kriegt endlich euer Orlando Hype. Rasten. Oh, endlich, ladies and gentlemen, Orlando. So, und da oben jetzt direkt Boss. Ich höre da noch einen, kann das sein? Natürlich kommen da zwei. Alter, come on. Wollen wir das jetzt so lange machen, bis ich keine Tränke mehr habe? Ich seh's doch kommen, gleich kommt der nächste und dann ist Feierabend für mich. Eieieiei, gut, dass da ein Leuchtfeuer war. Oh, kommst du nicht weiter? Hast du eine unsichtbare Wand? Ha! Puh. Okay. So, und der nächste. Es ist so heftig, dass sie dir einfach die Hälfte deines Lebens gefühlt abziehen. Mit diesem Angriff. Wie viele Flasks du einfach einwerfen musst, ist abartig. Wie viel von diesen kleinen... Alter, 47. Ich gehe mal schnell davon aus, dass das Tor nicht aufgeht. Wer hätte es gedacht? Durch Vorrichtung verschlossen. Dahinter ist safe ein Boss. Och, nö, nicht noch einer. So viele Flasks kann man gar nicht haben, Alter. Yep. And it's gone.
Oh, wir überleben es. Es gibt nur einen Haken. Die werden wiederkommen. Boah, nicht weitermachen ohne Floss. And here we go again. Du kannst nicht mal, ich gehe woanders hin. Vielleicht kommt man ja trotzdem hier irgendwie rein. Kohle des Riesen. Oh, wir haben neue Kohle bekommen. Oh, unser Schmied wird sich freuen. Als ob er mir jetzt hier hoch folgt. So, neue Kohle. So, wo sind wir? Ach ne, nicht die schon wieder. Hi. Der alte Schmied ist tot. Ja, was willst du machen? Das tut mir wahnsinnig leid. Ich war's nicht. Ist das jetzt einfach die andere Seite? Ist das quasi unser Tor? Wir müssen es positiv sehen. Wir haben das Tor geöffnet. Und wir sind gleich verflucht und tot. Sag ich doch. Aber das Tor ist auf. Das Tor ist auf. Yes! Man muss sich auch über die kleinen Dinge im Leben freuen. Aber es wird nicht besser. So, Ladies and Gentlemen, RIP 159. One more RIP and it's all gone. For today. Oh, Moment, stopp. Ich habe doch gesagt, dahinter ist ein Boss. Und nun kann ich mal wieder mit Fug und Recht behaupten. Called it. Called it. Boss? Aldrich, der Götterfresser. Hi, wie geht's? Du siehst scheiße aus. Habe ich nicht gesagt, tut mir leid. Fucking Aldrich. Oh, zweite Phase? Ach so! Jo!
Alter, verfolgt nämlich so lange, bis ich gehittet bin. Das ist eine Frau. Ausgewichen. Gut, dem bin ich definitiv nicht ausgewichen. Scheiße. Oh Gott, Stress! Echt, Doppelkill. Egal, er ist tot. Er ist tot. Fickt euch, first try. Fickt euch, das war ein first try. Das war first try, das zählt. Ich hab die Seele. Das war First Try. Ich hab die Seele. Fickt euch. Das war's. Ich hab's. Das war First Try. Seele von Aldridge. Fickt euch. First Try. First Try. No matter what. No matter what. First Try. Da ist auch kein Nebel mehr. Fucking first try. Yes! Yes! Meine liebste Aldridge. Fucking first try. Und den Double K.O. gab's auch noch oben drauf. Das hatten wir auch noch nicht. Und bitte, die ist tot. Yes! Boss 11 ist Geschichte. Und das mit dem 160. Tod. Man muss es ja sagen, wie es ist. Das war Aldridge, der Götterfresser. Ich bin zum 160. Mal gestorben. Aber ich habe ihr ihren süßen... Okay, die hatte wahrscheinlich nicht so einen süßen Hintern. Aber ich glaube, vom Gesicht her war es ganz in Ordnung. Aufgerissen! Boom! Yes!